Ich schaff das. Okay, langsam. Wir kriegen gerade das Kletter-Tutorial, habe ich den Eindruck. Sams Tasche. Sehr unsaft runtergesprungen. Sams Tasche. Sam! Wer auch immer Sam ist. Sie müssen hier gewesen sein. Neue Ausrüstung, Funkgerät. Ist hier noch irgendwas? Nehmt doch das Wasser mit, aber das ist eine ziemlich große Flasche, ne? Die haben sie auf jeden Fall ihre Schwimmwesten liegen gelassen. Komm schon, schon wieder? Das hier ist doch eine Zuflucht vor dem Sturm, oder? Schön trocken, kein Wind. Ja, also. Sieht verlassen aus. Vielleicht findest du noch irgendwo trockenes Holz. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Schönes Klischee abgeholt, auf jeden Fall. Ja, siehst du, Mädel, schon frierst du nimmer. Beziehungsweise gleich. Was alles so ein Schiffsunglück überlebt. Ich bin begeistert. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay.
Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Du bist ein Arschloch. Das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Kleiner Sturm. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Die Arschlochrolle übernehmen. Okay, also sind wir an dieses Dreieck gesegelt, gefahren. Und da ist natürlich unser Schiff zu Bruch gegangen, ne? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Galerie freigeschaltet, dann gucken wir die gleich mal an. Ach so, es geht bis zum Hauptmenü aus. Nein, dann gucken wir die jetzt halt an. Was zu essen, habt ihr das gesehen? Oh Gott, armer Kerl. Moment. Schnapp dir den Bogen. Den Bogen kann ich brauchen. Sehr gute Idee. Pfeiler. Ganz schön draufgestürzt. Ich schaff das. Der Ast bricht ab. Autsch. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Okay. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Ja, das machen wir schon. Solange wir eine Waffe haben, kommen wir überall durch. Ich habe noch gerade nicht hingeguckt, weil ich angeschrieben wurde. Deswegen sagt mir bitte mal, wo jetzt der Hirsch war, aber da ist ein Pfeiler. Die holen wir uns erstmal. Wahrscheinlich müssen wir wirklich einen suchen. Geht's hier weiter? Ah, da hoch. Ah. Keine Ahnung, an was die sich da oft festhält. Eine Art Behälter. Ein Geo. Wer hat das zurückgelassen? Geocache.
War von euch schon jemand mal geocachen? Das ist voll entspannt. Ich nehme an, es geht hier oben weiter. Komme ich von hier? Ach, ich komme von hier. Da ist unser schönes Feuer. Also gibt es wieder schöne Sammlerstücke in Tomb Raider. Finde Geocaches. Was in GTA für uns die Graffitis sind, sind hier die Geocaches. Und hier ist wieder ein Bogen. Ein Pfeilcacher. Und sie kriegt echt Übungen im über Baumstämme laufen. Und da ist ein Seil, nehmt das Seil mit. Wenn's geht. Da ist halt ein scheiß Hirsch. Zu wenig Konzentration. Scheiße, das hab. Klar, dass ich das nicht schaffe. Gibt's hier irgendwie eine Taste zum Ducken oder so? Das war ein astreiner Blattschuss, der erste. Und der zweite auch. Entschuldige. Mass tot. Es leidet. Echt jetzt mit dem Pfeil? Aber es hast ein anderes zur Wahl, ne? Oh mein Gott. Haben, die dir sagen, wo du bist. Was ist denn hier passiert? Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, ich hab keine Ahnung, komm zurück. Nach Hause zurück. Ich war's nicht. Die Sterne, Überlebensinstinkt, haben sie gesagt. Ach guck, das siehst du, wo du hin musst. Alles klar. Als nächstes brauchen wir irgendwas Scharfes, eine Art Messer oder so. Sonst kommen wir hier nicht weit. Da ist was. Was ist das? Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Ach du Scheiße. Wir sind schon an einem Dokument vorbeigelaufen. Vor allen Dingen haben wir nicht immer moderne Geräte, um uns zu orientieren. Was machen wir? Wir drücken LB und sehen dann, ah, da drüben muss ich entlang. Macht doch wirklich irgendeine Art. Wir haben doch eine Sonne, also lasst uns doch an der Sonne orientieren. Kleines bisschen Bildung vermitteln. Das GPS ist ausgefallen. Wir fliegen blind. Fliegen Sie Richtung Süden. Aber wie? Ist die Sonne schon aufgegangen? Dann halten Sie sich rechts von ihr. Schönes Zitat aus. Also,
sinngemäßes Zitat aus Avengers. Habe ich sehr gefeiert.